sparsam, fleißig, sauber. Über die Schwaben existieren viele Vorurteile und Klischees. Auch die Kehrwoche ist etwas, was man unverwechselbar mit den Schwaben verbindet. Und auch für ihren Erfindergeist sind sie berühmt. Sie haben im vergangenen Jahr wieder einmal die meisten Patente pro Einwohner angemeldet. Brudler, Wutbürger oder doch Weltenbummler? Was macht einen Schwaben wirklich aus? Darüber sprechen wir jetzt bei Alpha und Omega und damit herzlich willkommen. Bei mir im Studio begrüße ich Manfred Mergel. Er ist der offizielle Mundartpfarrer der Evangelischen Landeskirche und füllt mit Gottesdiensten auf Schwäbisch ganze Kirchen. Wolfgang Kaschuba ist gebürtiger Schwabe, lebt aber seit 25 Jahren in Berlin. Als Kulturwissenschaftler hat er an der großen Schwabenausstellung des Landesmuseums in Stuttgart mitgewirkt. Und Dietlinde Elsässer, sie steht als Volksschauspielerin auf der Bühne und macht schwäbisches Kabarett, bei der sie die Schwaben gerne mit ihren Eigenheiten aufzieht. Herr Kaschuba, jetzt muss ich Sie gleich mal zu Beginn fragen. Sie sind Volkswissenschaftler. Was ist denn eigentlich Schwäbisch? Ja, darüber streiten nicht nur die Schwaben, sondern wie man in den letzten Jahren ja gehört hat, intensiv auch die Berliner. Okay. Und interessant wäre, man könnte sagen, die Schwaben werden primär, jedenfalls in Berlin, aber ich glaube auch in Stuttgart, identifiziert über den Dialekt. Das ist das Allererste. Dann ist die Esskultur relativ weit nach vorne gekommen. Ich wohne in Kreuzberg, 100 Meter entfernt ist der Spätzle-Express. Ich habe zur Schwabenausstellung auch ein Foto beigesteuert, die Brezel in Hongkong fotografiert. Und das Dritte wären dann natürlich solche Charakterzuschreibungen, die etwas mit Schwaben zu tun haben oder nicht, aber die man eben zu diesem Bild der Schwaben dann hinzufügt. Sie haben ja einige dieser Klischees genannt. Und wenn ehemalige Bundestagspräsidenten im Grunde genommen diese Klischees wiederholen, kann der Schwabe, die Schwäbin sagen, ja, wir sind bekannt, aber nicht überall beliebt. Mhm, darüber sprechen wir gleich nochmal. Jetzt sind Sie ja in Schwaben geboren, aber Sie fühlen sich gar nicht als Schwabe. Wie kommt das dann? Ja, das liegt an den Schwaben. Nicht? Das liegt einfach daran, dass Fremde überall nicht willkommen sind von Anfang an. Das merken wir heute auch. Ihre Eltern kamen aus Sudetendeutschland? Nicht bei allen Leuten. Sie kamen aus Sudetendeutschland 1945, 1946. Ich bin dann in Schwaben geboren, aber wir sind natürlich dann aufgewachsen als Kinder mit dem Schimpfwort Flüchtling, mit I gesprochen, also Flüchtling. Und wir waren, das war natürlich eine problematische Konstellation, eben auch zufällig eine getrennte Kleinstadt. Die Einheimischen waren evangelisch, haben Handball gespielt und eben ihre Maultaschen gegessen. Und die Flüchtlinge waren katholisch, haben Fußball gespielt und eben ihre Heimatgerichte gegessen. Also das waren schon gespaltene, getrennte Welten. Mhm. Frau Elsässer, Sie sind stolz darauf, Schwäbin zu sein, kann man sagen. Warum? Ja, stolz ist so ein strenges Wort. Ich würde eher sagen, ich freue mich, Schwäbin zu sein, weil ich einfach da geboren bin und was soll ich da dran ändern wollen? Ich lebe mit dem Dialekt, ich verdiene mit dem Dialekt mein Geld. Ich komme aus einem kleinen Ort bei Rotenburg, 500 Einwohner. Und am Anfang, als ich dann aus dem Ort wegging, wollte ich nicht mehr erst so schwäbisch sein, vor allem von der Sprache her. Aber dann habe ich ja zum Theater gefunden und da haben wir dann den Dialekt wieder aufgenommen. Und ich muss sagen, seit ich mich in dem Dialekt jetzt so wieder eingefunden habe, bin ich näher mehr Schwäbin denn je. Jetzt wird der Dialekt ja sehr oft belächelt, kann man sagen, von ganz überall in Deutschland, von allen Seiten. Welchen Charme hat der Dialekt denn für Sie? Ja, der Charme des Dialekts ist eigentlich, dass er aus dem Herzen kommt. Das ist ja die Muttersprache und da gibt es so viele schöne Wörter und so viele schöne Wortspiele. Sachen, wenn die Hähne hin sind, dann sind die Hähne hin, wenn die Hähne dusse sind, noch sind sie usse dusse. Das ist schon fast ein Gesang, der schwäbische Dialekt. Und sich dazu sagen, das ist meine Heimatsprache, ich muss mich damit nicht schämen. Ja. Das ist einfach ein Selbstwert, den der Schwabe noch mehr lernen sollte, ohne dass er da damit trotzt und sagt, ich schwätze, auch wenn ich fort bin, nur schwäbisch, sondern ich will ja kommunizieren. Ja. Herr Mergel, Sie sind auch mit Leib und Seele Schwabe, kann man sagen? Ja, das kann man sagen. Ich bin jetzt nicht unbedingt stolz drauf. Ich denke, der Schwab ist normalerweise nicht stolz, aber ich würde sagen, ich bin Hählinger, also heimlich stolz, so insgeheim, ohne das jetzt ständig nach außen zu tragen, ständig jedem zu zeigen. Was macht denn den Schwaben aus für Sie?
Oh, das ist ganz schwer zu sagen. Also ich tue mich nicht leicht zu formulieren, das oder jenes ist typisch schwäbisch. Ich glaube, insgesamt ist der Schwabe ein Sack voller Widersprüche. Und es wird ganz, ganz schwer, den wirklich zu definieren. Ich glaube, jeder, der denkt, der hat den Schwaben in irgendeiner Schublade, der muss merken, er schlupft dahinter wieder raus. Also das ist ganz schwierig. Natürlich gibt es ein paar so typisch schwäbische Eigenschaften wie sparsam oder fleißig, und wir definieren uns durch unseren Dialekt, aber insgesamt tue ich mich schwer damit, Dinge festzuhalten. Ja, wir haben uns umgehört. Was ist denn für Schwaben und Nicht-Schwaben typisch schwäbisch? Mein Kollege Nico Sokoljuk war unterwegs. Schwaben bestimmte Eigenschaften, was ist denn für Sie typisch schwäbisch? Man sagt ihnen immer den Geiz nach, aber ich glaube, das ist falsch. Sie achten wahrscheinlich mehr darauf als andere. Keine Woche. Spätzle, der Akzent, scharfe Häuslebauer. Ich glaube, sie sind aber auch lustig und sie mögen gern mal ein Viertele und sind lebensfroh. Eigentlich Gemütlichkeit und ja, meistens irgendwie gute Laune. Nee, das, was immer gesagt wird, scharfe Häuslebauer, macht alles andere auch. Ein richtiger Schwab ist knickig. Ist ein wenig geizig, ist sparsam, ja. Weil wenn wir nicht in den Finanzausgleich einzahlen würden, dann würden die da oben verhungern. Oder da die Kartoffelesser, die Fischköpfe. Nicht gemeckert ist Lob genug. So, Schluss jetzt. Herr Kaschuba, Sie waren aber nicht mit allem einverstanden, was Sie gerade gesagt haben. Doch, mit allem. Ganz wunderbar, wunderbar getroffen. Es wurde ja viel angesprochen, auch der Länderfinanzausgleich zum Beispiel. Da ist ja Baden-Württemberg der zweitgrößte Nettozahler in Deutschland. Aber ich habe immer so das Gefühl, in Baden-Württemberg wird es nicht so hochgehalten wie zum Beispiel in Bayern. Finden Sie, dass Bescheidenheit auch eine typische schwäbische Eigenschaft ist? Ich würde sagen, das Gegenteil ist sozusagen nicht protzen, ist, glaube ich, die Eigenschaft. Und was gesagt wurde, also die Gemütlichkeit, das ist nun bestimmt keine Fremd- und Selbstzuschreibung für die Schwaben, weil Gemütlichkeit bedeutet eben auch viel Nichtstun. Dazu muss man Muße haben. Mhm. Gemütlichkeit würde wahrscheinlich den Bayern zugeschrieben, aber nicht unbedingt den Schwaben, wobei auch die Schwaben gelernt haben. Wir sind insgesamt ja eine Gesellschaft, die trotz aller Hektik gemütlicher wird. Ja, auch in Stuttgart sind am hellen Nachmittag die Viertelestrinker schon unterwegs. Früher hätte man fast die Polizei geholt oder jedenfalls aber den Zeigefinger. Wirklich schaffen wir, also eine Stadt hat zu arbeiten. Heute kann man eben auf dem Marktplatz in Stuttgart auch am Nachmittag schon sitzen, Alkohol trinken und tun, als wäre es in Italien. Aber das heißt ja nur, dass die Zuschreibungen, die wir bekommen, sich ja immer wieder verändern. Und interessanter sind ja meistens als die Selbstbilder die von außen kommen. Und die Schwaben können ja ganz froh sein, dass es so viele Bilder über sie gibt. Und dass es nie nur schöne Bilder sind, das hat man dann eben dem Ruhm zu verdanken. So ist das. Ja. Klischees gibt es ja für jede Volksgruppe, aber ein Schwarm ist ja schon extrem, oder? Naja, es gibt die Sachsen, da gibt es natürlich auch eine ganze Menge von Bildern. Es gibt die Bayern. Die Bayern haben jetzt natürlich andere Werbeträger als die Schwaben. Autos sind einfach jetzt natürlich nicht so lebendige Werbeträger wie Bayern München, nicht? Aber oder Filme. Es gibt aber andere Regionen, die gar nicht stattfinden im Grunde genommen. Und das ist eben sehr auffällig und das liegt natürlich daran, um das ganz verkürzt zu sagen, dass viel über die Schwaben geredet wird, aber dass die Schwaben eben auch sehr viel unterwegs waren. Als Durchgangsland in Deutschland sind sie eben auch im Grunde genommen immer ein bisschen ein migrantisches Völkchen gewesen. Ja, es kamen Leute, es gingen Leute von Russland bis nach USA und das hat natürlich hier auch geprägt. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir jetzt so eine Renaissance wieder haben, eben auch der Dialekte. In den 70ern war das provinziell schwäbisch zu reden, heute ist es authentisch. Ja. Die Schwaben, die Erfahrung machen Sie ja immer, die buddeln ja nicht nur, sondern die können auch ganz schön lachen, oder? Sie machen Kabarett auf Schwäbisch, wie kommt das an? Ja, das kommt sehr gut an, natürlich, weil ich den gleichen Humor habe wie meine Zuhörerinnen. Ich kann natürlich hinter Heidelberg, kann ich es vergessen. Weil da rede ich dann schon so, dass die mich vielleicht gar nicht wirklich verstehen oder Richtung Bodensee geht es auch noch. Und ich finde, der Schwabe hat einen ganz eigenen Humor und der ist wirklich sehr knitz und der kommt irgendwie ganz trocken von innen raus. Sobald du da eine Pointe zusammenschustern willst, dann kommt gar nichts. Das musst du im genetischen Code haben. Das läuft dann irgendwie raus, das ist der Herr
Merkel nickt, der muss ja auch vor den Leuten stehen und was sagen. Und ich merke, das ist einfach schön, wenn ich dann merke, dass ich mit Schwaben, und da hat es dann auch Zugezogene dabei, die das dann total spannend finden, was für Wörter und Wortansammlungen dann einen Satz geben und über was die Schwaben dann wirklich richtig herzlich lachen können. Und das ist mir ein großes Pläsier, im Ländli rumzureisen. Was und ist denn das für ein genetischer Code, den Sie gerade angesprochen haben? Ja, das ist dieser Mutterwitz. Das ist ein ganz trockener Witz. Das kannst du nicht lernen. Das hast du oder hast du nicht. Und meine Mutter hat auch mal, die war auch sehr gesprächig im Flecken unterwegs immer. Und dann hat sie aber im Alter nachgelassen und dann hat sie den Nachbar getroffen. Ich war dabei und dann hat der Nachbar gefragt, wie geht's? Dann hat sie nichts geantwortet. Dann hat er nochmal gefragt, wie geht's denn? Sie hat halt nämlich so viel verstanden. Dann hat sie nur den Satz draufgehört. Und dann hat er noch gefragt, wieso schwätzt nichts? Dann hat sie gesagt, das hebe ich auf morgen. Okay. Ja, und das kommt. Das hat die sich nicht ausgedacht. Ja. Also, das ist so ein Mutterwitz, der auf leisen Sohlen daherkommt. Ja. Also, das kann man wirklich nicht lernen. Sonst wirkt es aufgesetzt. Ja. Und schwäbisch könnte man sagen, unser Humor, ja, der kommt strümpfig daher. Also sozusagen mit den Hausschuhen. Oder, das muss man daheim gelernt haben, mit der Muttermilch. Sonst zünden die Pointen nicht. Und ich denke, dass Sie das als Kabarettistin natürlich weiß. Was sagen Sie denn also heute? Das zu solchen Beschreibungen. Nee, ich meine, die meisten schwäbischen Witze sind natürlich sozusagen Witze aus der Vergangenheit. Die haben etwas zu tun mit Landwirtschaft, mit Bauerntum, mit Weingärtnern und anderen, die kommen also aus Arbeitswelten und Welten, in denen man nicht lang geredet hat, sondern kurz geredet hat. Und dann gibt es ja immer wieder, es gibt ganz bestimmte Typen. Ja, irgendjemand brüllt irgendjemand an und dann sagt er, ja, warum machst du denn das jetzt? Und sagt er, deswegen sage ich es doch im Guten. Ja. Also das ist so ein Typus von Witz, den gibt es in allen Variationen, in allen kleinen Regionen. Da geht es dann darum, um sozusagen Mentalität und Freundlichkeit und Kommunikation. Und niemand würde sagen, dass die Schwaben sozusagen kuschelig kommunizieren. Das ist dann schon manchmal eben sehr direkt. Ja, aber das ist ja von außen oft, wird es anders benannt. Der Schwabe über innen schwätzt, schreibt ja nicht über sich von innen raus. Ja. Aber es gibt eben zwischen den Schwaben, und das gab es früher und gibt es auch heute noch, schon auch da wiederum starke Hierarchien. Ich meine, wer nach Stuttgart kam, honorationsschwäbisch von der Albra, der hatte seine Probleme, ja, weil das war sozusagen dann schon noch so vorzivilisatorisch. Wobei kann man ja auch sagen, der Sturger, der hatte seine Probleme, gell? Ja, man guckt immer von welchem, von welcher Seite. Ja, heute nicht mehr richtig authentisch. Ja. Also ich lebe es in der Schweiz, da hat der Dialekt urständig, ich bin manchmal bei Tagungen, da verstehe ich fast nichts mehr, obwohl ich ja so lange hier im Süddeutschen war und das eigentlich kann. Dort ist so ein richtiges Revival des Dialekts und das Aber Motto der Landesregierung, das ist ja auch deshalb von der Werbeagentur so platziert worden. Wir können alles auf Hochdeutsch. Hat es den Schwaben geschadet oder genutzt? Nein, es ist alle witzige Werbung, alle selbstironische Werbungen fördert natürlich die Marke und Schwaben ist natürlich heute auch eine Marke. Ja, wie beim wie hat er gesagt, der Klinzi, wir sind die Mo, gewinnen wollen. Das wird dann immer gleich vermarktet, weil man ein bisschen anders schwätzt und dann sage ich immer, aber das ist doch nicht unser Problem. Wir haben gar kein Problem und wir können switchen. Ja. Wir können ein bisschen Hochdeutsch schwätzen, wenn wir wollen, dass. Aber ich finde halt auch, dass dieser Werbespruch nicht wirklich schwäbisch ist. Der entspricht nicht unserem Selbstverständnis. So würde kein Schwabe sich ausreden. Ich kann alles außer Hochdeutsch. Aber nach außen hat er wahrscheinlich eine Wirkung. Und auch nach aber innen. Er sagt selber nicht vor sich. Innen, auch nach innen. Also, weil das hat natürlich mit der Kleinökonomie zu tun. Schauen Sie mal die Speisekarten der Lokale in Schwaben an. Die kokettieren entweder immer mit nicht-schwäbisch sein oder mit schwäbisch sein. Die Berliner machen das auch. Jeder schreibt die Geschichte seines Hauses oder der Familie. Aber das ist eben so ein Moment, nicht? Dann steht schwäbische Küche. Ja, und das hatten früher eben die italienischen Küchen, die haben geschrieben. Ich würde gerne mal auf die Klischees nochmal zurückkommen. Wir hatten ja vorhin auch gehört in der Umfrage Kehrwoche. Sie bezeichnen sich komplett als Schwäbin durch und durch, aber Kehrwoche? Ich bin Schwäbin, weil ich Schwäbisch spreche, aber ich bin überhaupt kein schwäbischer Charakter. Ich habe in meinem Leben noch nie Kehrwoche gemacht. Außerdem haben wir nicht so gewohnt im Flecken, dass ich an der Straße gewohnt habe. Kehrwoche ist ja auch die Kantelfäger, ja?
die hatte ich nie zu fegen. Ja. Gut, man hat am Samstag putzt, nass ausgewischt. Es gab Regeln, was man am Samstag tut. Mhm. Man musste schon putzen als Mädchen. Herr Kaschuber, Sie haben uns im Vorfeld etwas für mich sehr Überraschendes gesagt, dass die Kehrwoche gar nicht aus dem Schwäbischen kommt. Ja, ich meine, das ist natürlich eine der Errungenschaften, die aus Frankreich herüberkommt. Die Kehrwoche ist ursprünglich natürlich einfach der Versuch, die dreckige Stadt und das dreckige Dorf, das krankmachende Dorf zu beseitigen. Goethes Frankfurt war ein Drecksloch, da rannten die Schweine und die Späne herum. Und hier hat man dann eben im Herzogtum eine Ordnung erlassen, die dieses beseitigen sollte. Dass dann möglicherweise Nachbarschaft sich so ein bisschen verhalten hat, als wäre sie jetzt die sozialen Kontrolleure, das ist eben möglicherweise eine Folge. Wie entstehen denn solche Klischees und Vorurteile? Also das ist sehr, da spielen die Medien natürlich schon relativ frühzeitig eine große Rolle. Wir haben im 19. Jahrhundert schon, also Kehrwoche, die Satzungen sind aus 1790er, 1810er Jahren. Wir haben im 19. Jahrhundert schon viele Medien, schon viele Zeichnungen, Karikaturen und Witze. Und da kommt eben einfach dieser Witz eben, der zu tun hat mit der Erfahrung etwa von reisenden Handwerksgesellen, die durch Schwaben wandern und dann eben merken, hier wird jetzt eisern auf den Kantel geschaut, nicht auf die Kehrwoche geachtet. Ja. Und so kolportieren sich ganz schnell Bilder, so wie auch, keine Ahnung, die Lederhosen bei den Bayern. Das ist ja auch nicht so, dass alle Bayern in Lederhosen rumrannten, aber das war was Auffälliges. Das ist eigentlich eine seuchenhygienische Vorsichtsmaßnahme vom Ursprung her, aber da kommt dann irgendwann die Sozialkontrolle dazu. Und wenn man sich vorstellt, in einem Mietshaus wohnen mehrere Partien und da haben die halt gegenseitig darauf geachtet, machen die das auch genauso ordentlich wie ich und da kommt auch mal schnell der Knatsch dazu. Und von daher entsteht ein Klischee, was eigentlich nicht wirklich... Das tut also ja jeder. Das ist ja überall die Kontrolle, nachbarschaftliche Kontrolle. Das ist schon unterschiedlich. Das hat hier, glaube ich, schon mit der Geschichte zu tun. Also weite Teile der schwäbischen Region sind kleinbäuerliche Regionen. Man wohnt eng aufeinander. Ja, aber man hat es arm, die Häuser sind klein. Und da muss man eben sozusagen wie in kinderreichen Familien mit Ordnung umgehen. Ja. Und da entsteht schnell Kontrolle. Ist ja weggezogen, aber wir sind ja noch... Sie sind ja Pfarrer auf dem Land draußen. Da. Erleben Sie da auch Unterschiede zwischen den Schwaben in der Stadt und auf dem Land draußen? Mit Sicherheit. Also im ländlichen Bereich, da erhält sich vieles, was wir für schwäbisch halten, noch stärker als jetzt in der Stadt. Ich denke, in Stuttgart, da ist nicht mehr viel übrig. Und ich habe auch wirklich die Sorge, dass diese ganzen... wo wir sagen, typisch schwäbisch, diese typisch schwäbischen Eigenschaften, dass die immer mehr verloren gehen. Also auch bei jungen Leuten, wenn ich mich mit Schülern unterhalte, da ist immer weniger spürbar von diesen Traditionen. Es tut mir manchmal ein bisschen weh. Weil ich Mensch, was ich bin genau schon so meinen alt. Sie, was geht verloren? Also Umgang mit der Kehrwoche, woher kommt die und wo machen wir die? Und wie ist das mit dem Sparsamsein und mit dem Fleißigsein und mit dem Dialekt? Wer Jugendliche spricht heute noch so richtig schön Schwäbisch? Auf dem Land? Ich glaube, das Interesse ist wieder mehr. Also ich merke zum Beispiel gerade auch, es gibt wieder mehr jüngere Zuschauer, die auch in schwäbisches Kabarett kommen. Und es gibt auch dann, wenn du weg bist vom Schwabenland, in Berlin ist dann wieder Interesse am Schwäbischen. Dann kommt eher wieder eine Rückbesinnung. Aber also unsere Wahrnehmung ist eher... Die Leute können mehreres. Ja? Die einen können eben Türkisch und ein bisschen Deutsch. Und die anderen können ein bisschen Deutsch und ein bisschen Türkisch und ein bisschen Schwäbisch und ein bisschen Hessisch. Also natürlich leben jüngere Leute heute mehr mit einem Internet, in dem der Dialekt nur eine Rolle spielt, wenn es eine Comedy oder irgend so etwas ist. Aber ich bin hergefahren jetzt von Tübingen heute Nachmittag mit dem Zug und konnte zwei Jugendlichen, so würde ich sagen 17-Jährigen ungefähr, zuhören. Der eine war ganz deutlich MMH, Mensch mit migrantischem Hintergrund. Hat leicht schwäbisch geredet und hat dann gesagt, du musst halt was machen, ja? Du musst halt den Hintern hochkriegen, du musst halt arbeiten. Das hätte natürlich so ein Wengerter vor 200 Jahren mit geringer anderer Wortwahl genauso gesagt. Also ich glaube, es gibt schon Prägungen über Umgebungen, über Arbeitsmärkte, über Familien, über Freundschaften und vieles andere mehr, die etwas von diesen regionalen Traditionen natürlich aufrechterhalten. Das ist ja sozusagen die andere Seite, dass ich auch ausländische Jugendliche erlebe, die so nett Schwäbisch sprechen, aus Italien oder aus der Türkei, wo man sich dann wundert, dass die das lernen, zum Teil mehr als unsere eigenen Leute. Also offenbar ist es doch noch was Prägendes hier. Ja, aber ich glaube, es geht darum, dass der Selbstwert des Schwaben in der Sprache noch nicht ganz fest ist. Wenn man denkt, was der Bayer an Filme macht, ja, oder auch Wiener, wenn du so Wiener Tatort, gut, die sprechen ja in ihrem Dialekt, dass du manchmal selber richtig aufpassen musst, dass du das verstehst. Und das finde ich aber ganz toll. Und die Schwaben, die machen, wenn, dann machen sie sowas, Stuttgarter Honoratio, Schwäbisch
wo man dann so kappt, kappt, habt ihr das gesagt, kappt, habt ihr das kappt, dann ist das so leicht angeht, ne? Bisschen, als hätte man so ein Schorle getrunken und wirklich nicht mehr richtig schwitzen. Ich würde gerne nochmal auf diesen Blick von außen, Sie hatten es am Anfang schon mal kurz angesprochen, es gab ja vor ungefähr 4 Jahren diesen Vorfall, dass der ehemalige Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse in Berlin über die zugezogenen Schwaben gelästert hat. Er hat gesagt, ich wünsche mir, dass die Schwaben begreifen, dass sie jetzt in Berlin sind und nicht mehr in ihrer Kleinstadt mit Kehrwoche. Und vor allem beim Gang zum Bäcker, da gehen ihm die Zuwanderer aus dem Südwesten gehörig auf die Nerven. Das heißt nämlich Schrippen und nicht Wecken. Wie haben Sie denn sowas erlebt als gebürtiger Schwabe, der in Berlin ist? Naja, ich kenne Wolfgang Thierse zufällig und ich kenne ja auch seine Biografie. Und nun muss man ja schon sehen, Wolfgang Thierse ist eben in der DDR aufgewachsen und erwachsen geworden. Mit wenig Mobilität, mit wenig Mischung, Vielfalt und anderem mehr. Kommt dann eben sozusagen in den Trubel dieser Stadt Berlin 1995 bis 2015 1,3 Millionen Menschen zugewandert, 1 Million abgewandert. Da tut sich natürlich wahnsinnig viel, ja, da verändert sich wahnsinnig viel. Und dann ist es natürlich auffällig, wenn ein Volksstamm kommt, der die Dinge noch anders nennt, der sie also nicht anders ausspricht, sondern anders nennt. Ja, und da hat Thierse sich dann eben mal daran aufgehalten, dass er wenigstens irgendwo, ja, sozusagen noch seine Berliner Ruhe haben wollte. Aber er hat es natürlich auch nicht so ernsthaft gemeint, wie all diese Formen. Also wir haben heute eben, die Schwaben sind eben sozusagen ein bisschen Spielball. Ja? Also nicht bös gemeint, sondern man klebt dann eben da irgendwo so einen Fahrplan hin, die Züge nach Stuttgart, an anderen Wänden kleben aber die Züge nach Bielefeld oder die Züge nach München. Bei den Schwaben ist es eben so. Die Schwaben haben sich aber auch gerecht. Sie haben dann eine Berliner Denkmal mit Spätzle beworfen. Ja. Da kam der Wutbürger raus. Das wäre mir jetzt nicht eingefallen. Ich hätte das wirklich mit Humor und einem Schmunzeln hätte ich das links liegen lassen, weil wenn man denkt, das jetzt grüß Gott, des Schwabens grad. Es gibt ganz viele Ortschaften, Gegenden hier in Schwabenland, die wirklich sehr offen Leid aufnehmen. Ich bin immer Haus aufgewachsen, meine Mutter. Bei uns ist immer zusätzlich jemand am Tisch geguckt. Es hat immer so viel zum Essen gegeben, das hat nur jemand mitessen können. Und also ich finde, man muss da aufpassen mit dem Pauschalisieren. Ja. Herr Merkel hat es ja schon gesagt. Es gibt nicht typisch Schwaben. Nur typisch Schwaben wird man von außen gemacht. Ja. Es gibt ja nicht den Türken, den Italiener, den Perser, den Engländer. Naja, aber Sie haben schon gesagt, im Grunde genommen, es gibt natürlich ländliche, dörfliche Milieus. Wenn da wenig Wechsel war, ist es völlig egal, ob das schwäbische Dörfer, bayerische oder friesische sind. Dann ist man halt unter sich, man hat so geheiratet und jeder, der kommt, wird eben so angeguckt. Das hat mit sozusagen der einen Region wenig zu tun. Das hat was zu tun mit Gesellschaftserfahrung. Und wenn man in Stuttgart ist, in der Tat, also ich habe jetzt immer gedacht, wo sind um Gottes Willen die jungen Leute, die Schwäbisch reden, weil an der Königstraße finde ich kaum mehr welche. Aber mir verzeihen solche Klischees, die von außen kommen, weil ich denke mir selber, wir wissen es besser, wir müssen mehr. Das ist ja oft so was Einliniges und so bezeichnet sich kein Schwabe selber. Wir haben ja sprachlich oft so diese Formulierungen, durch doppelte Negation wird was Positives ausgedrückt. Komm gang. Sprachlich, also zum Beispiel, kein Schwabe sagt über eine Frau, das ist jetzt einmal eine hübsche oder eine schöne Frau, sondern wir sagen, die ist nicht ganz hässlich. Ja. Und deshalb ist unser Wesen relativ kompliziert und da können wir jedem das nachsehen, wenn er uns nicht gleich versteht, weil wir sind sehr kompliziert. Natürlich hat eine Frau im Schwabenland manchmal einen kleinen Hunger auf eine rege schwäbische Liebeserklärung eines Schwabenmannes. Die kommt oft trocken und mager daher. Ja. Das muss man dann genau wie er sagt, man muss es fühlen, was er sagen will. Ich spüre, was du meinst. Ja, das ist kompliziert. Und deshalb ist es natürlich manchmal schon eine Sehnsucht, dass die Sprache da ein bisschen mehr, wobei mir für manche Wörter ganz viel Wörter hin. Muggesägele, Fitzele, Bissle, Weng, Schuggerle. Das ist fünf Wörter für etwas. Aber, da liegt aber halt in der Quelle. Liebe ist es mager. Haben Sie da eigentlich auch schon Missverständnisse erlebt? Ja, natürlich, da liegt die Quelle dessen, dass man missverstanden wird. Gerade auch wenn der Schwabe eine Liebeserklärung versucht, dann kommt die so daher, dass ein Mädel womöglich das gar nicht begreift. Ja. Haben Sie das schon selbst erlebt? Ah, ja, natürlich. Wenn man, auch in der Familie, wenn man denkt eigentlich, man sagt jetzt irgendwas ganz arg nett, aber dann kommt es wieder so total missverständlich und unlustig und unfreundlich raus.
dass selbst die eigene Kinder oder die Familie irgendwo... Aber das sind doch Schwaben, die müssen es doch eigentlich verstehen. Ja, aber untereinander ist es nicht immer einfach, weil, okay, weil wir mit unseren Gefühlen also uns ja, schon sehr, das, sehr zurückhalten. Was, das ist das, was der Schwab noch mehr lernen durfte. Das und wo ihm das Gefühl hat, dass er auf dem Weg ist, dass er in die Leidenschaft mehr geht, in das Offene, in das Feiern, in die Gemeinschaft, in das Ich zeige mich. Der heute hat immer den Hanswurst-Charakter. Ist das typisch schwäbisch für Sie, was Sie gerade so gehört haben von unseren zwei Studierenden? Ja, vieles gilt sicherlich auch in Schwaben, weil das eben in der Geschichte überwiegend dörfliche und kleinstädtische Gesellschaft war. Aber ich meine, der Bayer an sich, wenn der dann sagt, passt schon als Liebeserklärung, das ist jetzt auch nicht gerade der Hammer. Aber wir haben natürlich die Unterschiede zum Rheinland. Und das Rheinland ist eben noch ein anderes Durchgangsland zu Frankreich, zur französischen Kultur. Und dort sind natürlich ja, sozusagen Charmoffensiven und auch Verbalisierungen von Gefühlen natürlich sehr viel stärker. Aber auch die machen das natürlich immer mit so einem leicht ironischen Unterton. Ja. Aber sehen wir es mal positiv. Wir können ja auch nicht so leicht jemanden verletzen. Also wenn wir jetzt eine Kritik äußern, dann kommt die auch nicht so hart rüber, wie vielleicht im Rheinland. Weil wir dann vorsichtig sind, wir möchten jemanden schonen und ja, indem wir es verklausuliert formulieren. Ja. Da bleibt immer noch Hintertüre offen. Oft wird die Negation erst am Ende des Satzes platziert. Also da sind wir auch wieder freundlich und liebevoll. Ich würde gerne zum Schluss der Sendung von jedem von Ihnen noch mal kurz einen Satz hören, was macht einen Schwaben wirklich aus? Fangen Sie an. Also da würde ich sagen, wenn ich jetzt mal auch von mir ausgehe, der Schwabe tut sich schwer mit seiner eigenen Gefühlswelt. Okay. Ja, ich würde sagen, der Schwabe, die Schwäbin steht hin und zeigt sich und will mehr, als man denkt, dass sie kann. Wow! Okay. Super Satz. Was ist Ihre Einschätzung? Ja, ich würde sagen, also Schwabe ist, wer die Dinge, die über Schwaben gesagt werden, auf sich bezieht. Okay, das war doch eine wunderbare Einschätzung. Ich denke, heute haben Schwaben wie Nicht-Schwaben sehr viel über die Schwaben gelernt. Danke, dass Sie da waren und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.